unserer Zuschauer, liebe Zuschauerin, jemals in deinem Leben Stunden, ja, vielleicht sogar Tage oder Wochen, in denen dir dein gewöhnliches Treiben ein rechtes Missbehagen erregte. Und in denen dir alles, was dir sonst recht wichtig und wert in Sinn und Gedanken zu tragen vorkam, auf einmal läppisch und nichtswürdig erschien? Du wüsstest gar nicht, was du tun oder wohin du dich wenden solltest. Ein dunkles Gefühl, es müsse irgendwo, zu irgendeiner Zeit, den Kreis allen irdischen Genüsses überschreitender Wunsch erfüllt werden, erhob deine Brust. Du schlichst umher mit trübem Blick, wie ein hoffnungslos Liebender, und alles erregte dir keinen Schmerz und keine Freude, ganz so, als gehörtest du nicht mehr dieser Welt an. Werdest du Zuschauerin, liebster Zuschauer, falls du dich jemals in deinem Leben so gefühlt hast, dann kennst du aus eigener Erfahrung den Zustand, in dem sich das Student Anselmus befand. Daher ist wohl nicht recht bei Trösten, nicht wahr? Und nur noch einmal blinket und leuchtet die goldgrüne Sprenglein. Nur noch einmal lasst ihr eure Glockenstimme hören. Nur noch einmal blinket mich an, ihr holzig dunkelblauen Augen. Aber das ist etwas anderes, als dass ich euch so ganz mit voller Seele liebe. Ich muss ja sonst vergehen in Schmerz und heißer Sehnsucht. Er ist wohl nicht ganz bei Trösten, nicht wahr? Ich. Lamentiert der Herr nicht so schrecklich in der Dunkelheit und wechselt nicht die Leute, wenn ihm sonst nicht fehlt, sondern dass er zu tief ins Gläschen geschaut hat. Geh jetzt mal ordentlich nach Hause, legt er sich das Ohr, hm? Wir wollten gerade rüber machen. Über die Elbe, zur Birnhafen Vorstadt. Meine Tochter Veronika, die kennst du ja. Und der verehrte Herr Registrator Herbrand. Und nun rennen in die Gondel. Essen Sie mit was zu Abend, mein Freund Anselmus. Recht gern. Singt, nur singt. In eurem Gesang erscheinen ja die holden, lieblichen, dunkelblauen Augen. Ach, seid ihr denn unter den Fluten? Ist der Herr denn des Teufels? Ja! Sitzt ihr doch still oder der Kälter? Der gleichen Anfälle hat er des Öfteren. Haben Sie das noch nicht bemerkt? Wie ist Ihnen, Herr Anselmus? Ich erkenne nun wohl, dass das, was ich für das Leuchten der goldgrünen Schlänglein gehalten, nur der Widerschein des Feuerwerks bei Antons Garten ist. Wollen Sie, mein lieber Anselmus, in dieser unglücklichen Zeit und bis zu Ihrer etwaigen Anstellung den Taler täglich verdienen und das Geschenk obendrein? So bemühen Sie sich morgen von Sachgewahrungsweg vor Tür Pumpzeug. Aber seien Sie vorsichtig. Hüten Sie sich vor jedem Tintenflecken. Der Archivarius ist imstande, Sie zum Fenster hinauszuwerfen. Er ist ein sehr zorniger Mann. Mein lieber Anselmus, Sie sollten die Anstellung beim Archivarius wirklich anfangen. Mein gutes Dach. Er ist allerdings freiwillig unheimlich. Er behauptet, seine Familie stamme von einer Feuerlilie ab und er selber von einem Salamander oder so etwas. Und sein Bruder sei ein tintunesischer Feuerdrache. Wirklich? Sie haben ja auch blaue Augen bekommen. Sie lecken ab. Unser Freund hier hat recht, Sie brauchen Zerstreuung, Anselmus. Ja, richtig. Und nichts ist dazu dienlicher als die Anstellung beim Archivarius. Genau, das Nachmachen von meinem Skripten, das ist doch toll.
Es geht jetzt nur darum, sie auf gute Art und Weise vorzustellen. Ich weiß, dass er beinahe jeden Abend dieses Kaffeehaus hier besucht. Oh, wundervoll! Dann werden sie auf jeden Fall auf diese oder jene Art im Archivarius bekannt werden und mit ihm über das Geschäft des Abschreibens einig werden. Sie verdienen Gotteslohn, werter Registrator. Hat doch Arnold nicht gesagt. Gotteslohn? Dabei sind Sie ja jetzt schon ein rechtartiger junger Mann, lieber Anselmus. Ich glaube, Sie belieben, meine Tochter zu rufen, aber die ist ganz am anderen Ende meines Hauses in ihrem Zimmer und hat soeben Klavierstunde. Kommen Sie mit mir weiter. Der Herr Archivarius scheint mit meinen geringen Talenten nicht zufrieden. Lieber Herr Anselmus, Sie haben in der Kunst des Schuldschreibens wirklich treffliche Anlagen. Aber ich sehe, ich muss wohl mehr mit Ihrem Fleiß als mit Ihrer Fertigkeit rechnen. Das mag wohl auch an den schlechten Materialien liegen, die Sie verwandt. Ich verstehe nicht ganz. Meine Talente sind überall anerkannt. Und ich verwende ausschließlich beste chinesische Tusche und selbst auserlesene Rabenfedern, die ich... Ja, ja. Aber hier, urteilen Sie selbst. Oh Gott. Ich, das... Unter uns gesagt, Ihre englische Kursivschrift höchst miserabel. Sie haben recht. Das sind ja lauter schnöde Hahnenfüße. Sehr schülermäßig, ja. Und Ihre Tusche ist auch nicht haltbar. Sehen Sie, alles spurlos verschwunden. Dem Anselmus ist nun mal in der Welt nichts anzufangen. All meine guten Lehren, all meine Ermahnungen sind völlig fruchtlos. Er will sich als überhaupt nichts applizieren. Ohne Achtung, er die besten Schulstudien besitzt, die dann doch die Grundlage von allem sind. Ach, mein lieber Konrektor, lassen Sie dem Anselmus nur Zeit und Raum. Das ist ein kurioses Objekt. Aber ich sage, er steckt viel in ihm. Und wenn ich sage viel, dann meine ich einen geheimen Sekretär. Oder vielleicht sogar ein Hofrat. Hofrat. Ja, still. Ich weiß, was ich weiß. Schon seit 2 Tagen sitzt er beim Archivarius Lincolns und probiert. Sie haben mir einen wackeren Mann empfohlen, sagte der Archivarius gestern im Kaffeehaus zu mir. Und nun, wo denken Sie, das Archivari Kollektionen? Kollektion. Ja, still. Sprechen wir uns übers Jahr. Habe ich denn nicht schon immer gewusst, dass der Herr Anselmus ein recht liebenswürdiger, gescheiter junger Mann ist, aus dem noch was Großes werden wird? Aber wenn ich denn nur wüsste, ob er mir auch wirklich gut ist. Aber hat er mir nicht an jedem Tag, als wir über die Elbe gefahren sind, 2-mal die Hand gedrückt? Hat er mich nicht angesehen im Duett mit solch ganz sonderbaren Blicken auf die Fisse ins Herz rein? Ja, ja, er ist mir wirklich gut und ich. Veronika überließ sich ganz wie es junge Mädchen wohl pflegen, den süßen Träumen von einer heiteren Zukunft. Sie war Frau Hofrätin, bewohnte ein schönes Möbis in der Schlossgasse oder auf der Moritzstraße oder auf Neumarkt. Der moderne Hut und der neue türkische Schal standen ihr vortrefflich. Und schön, Liebling!
Von Anselmus natürlich. Ach, wirklich? Nun, adieu.
Lieber Herr Anselmus, seien Sie fleißig. Auch für den gestrigen, versäumten Tag zahle ich den Taler, weil Sie bisher so wacker gearbeitet haben. Wie kann denn der Archivarius Lindwurst nur so irres Zeug faseln? Registrator, sagen Sie mir nur, wie uns gestern dieser vermaledeite Punkt so zu Kopf steigen konnte. Ach, mein lieber Konrektor, das war nicht der Punsch, den uns Veronika ganz nicht zubereitet, sondern der vertragte Student Anselmus. Merken Sie denn nicht, dass er schon längst Mental Campus Kuckuck ist? Merken Sie denn nicht, dass dieser Wahnsinn ansteckt? Mir ist noch ganz schwindelig, wenn ich an diesen grauen Papageien denke. Ach, Papagei, Papagei, das war doch der kleine alte Famulus des Archivarii, der sich einen grauen Mantel umgenommen und den Anselmus suchte. Ach, Herr Konrektor, auch das mag sein, aber mir ist noch ganz miserabel zumute. Die ganze Nacht hat es so wunderlich georgert und gepfiffen. Das war ich, denn ich schnarche stark, nicht wahr? Ach, Konrektor, Konrektor, nicht ohne Ursache wollte ich uns gestern Abend einige Fröhlichkeit bereiten. Aber der Student Anselmus hat mir alles verraut. Herr Konrektor, Sie wissen ja gar nicht. Sie wissen ja gar nicht. Ach du meine Güte, auch der Registrator ist nun geliefert. Ich habe mich bisher noch gehalten. Der Teufel, der gestern im Haus stark anklopfte, könnte nun doch einbrechen und sein Spiel spielen. Es ist gut, dass der Anselmus sich nicht blicken lässt. Er hat Angst vor mir, der Anselmus, deswegen kommt er nicht mehr her. Aber kann denn der Anselmus herkommen? Der ist doch schon längst in der gläsernen Flasche eingesperrt. Oh Gott. Oh Gott. Auch Sie faseln schon wieder, Registrator. So bald zum Ausbruch kommen. Abscheulicher Anselmus! Wie kam denn jetzt der Student in die Kristallflasche? Das würde uns alle brennend interessieren. Ja, wissen Sie, sind wir denn nicht alle irgendwie in einer Kristallflasche oder ähnlich eingesperrt? Sie vielleicht auch, nur merken Sie es nicht. Na gut, also, wie meinen Sie das denn jetzt genau? Erläutern Sie mich mal bitte. Wissen Sie, während der Student Anselmus es bereut hat, dass er den Glauben an meine Tochter Serpentina und all die wahren Wunderdinge verloren hat, fühlen sich doch andere in ihrer Kristallflasche ganz wohl. Da gibt es keinen Wunsch nach Veränderung oder gar die Fantasie nach einer besseren Welt. Also Sie meinen jetzt die Kreuzschüler und Praktikanten neben Anselmus im Regal? Ich meine das ganz allgemein. Ich möchte Ihnen an dem Namenstag Ihrer Tochter Veronika etwas sagen, das mir schon sehr lange auf der Seele brennt. Damals, an diesem unglücklichen Abend mit dem Punsch, wollte ich Ihnen von meiner Ernennung zum Hofrat erzählen. Ach, was, Herr Hofrat, Erbrand, wollte ich sagen, nicht wahr? Nur Sie können mein Glück noch vollenden. Ich halte um die Hand. Ihre Tochter Veronika. Nun ja, wenn Veronika sie wahrhaftig liebt, ich meines Teils habe nichts dagegen. Halt, was faseln Sie jetzt auch schon wieder für Zeuges? Hofrat, Herr Brandt. Ich gebe meinen väterlichen Segen. Küsst euch, nicht wahr? Und dies geschah sogleich. Es war noch ehe die Suppe kalt geworden, die förmliche Verlobung geschlossen. Und wenige Wochen später riefen die vorbeigehenden Elegants: Das ist doch eine göttliche Frau, die Frau Hofrätin Heerbrand. Kommen Sie nur!
scheinen Bäume und die Kapitäle und Gesimse Akanthusblätter, die in wundervollen Gewinden und Figuren herrliche Verzierungen bilden. Anselmus schreitet dem Tempel zu. Er betrachtet mit inniger Wonne den bunten Marmor, die wunderbar bemusten Stufen. Ach nein! Ruft er wie im Übermaß des Entzückens. Sie ist nicht mehr fern. Da tritt in hoher Schönheit und Anmut Serpentina aus dem Innern des Tempels. Sie trägt den goldenen Topf, aus dem eine herrliche Lilie entsprossen. Die namenlose Wonne der unendlichen Sehnsucht glüht in den holzigen Augen. So blickt sie den Anselmus an, sprechend: Ach, Geliebte, die Lilie hat ihren Kelch erschlossen. Das Höchste ist erfüllt. Gibt es denn eine Seligkeit, die der unsrigen gleicht? Ist denn überhaupt des Anselmus Seligkeit etwas anderes als das Leben in der Poesie, der sich der heilige Einklang aller Wesen als tiefstes Geheimnis der Natur offenbart?